Vielleicht ist der Matthias auch schon mal hier auf meine YouTube-Videos gestoßen oder hat schon mal heimlich bei Twitch reingeschaut. Das wissen wir ja alles gar nicht. Ne? Vielleicht denkt er sich ja, guck dir das an, guck dir das an. Hätte ich das gewusst, dass es mal so endet, hätte ich es nie angefangen. Kann ja auch sein. Wissen wir ja alles nicht, ne? Herzlich willkommen in meinem Livestream heute. Frozen Angel, weißt du doch, wie das mit dem Strom ging? Nö. Was hast du denn gerade schon gebaut? Na gar nicht. du musst doch... hast du... Krebst du nicht rum sozusagen gerade? Ja. Okay. Ich versuche erstmal irgendwo was zu kriegen. Scheiße. Ach so geht das. Bei dir, Klonk, läuft Lean on Me. Das habe ich extra mit Absicht reingenommen. Dachte ich, ist ein bisschen romantisch. Das wird auch noch romantisch. Er macht den Maulwurf. Okay. Rettungsbaukasten, Baukasten. Also du musst wirklich mal... Das ist, dass man ein großes Loch oben in die Oberfläche gräbt und da das Öl reinpumpt und dann kann man die Fässer reinwerfen. Das habe ich mal auf YouTube auf einem Klonk-Video gesehen. Aha, Fässer reinwerfen. Du kannst auch eine Pumpe nehmen und zum Haus hinpumpen, ne? Da musst du nur Fässer im Haus haben. Und dann werden die automatisch gefüllt. Das könnte man auch machen. Das habe ich aber gelernt von Danko und so. Die können das alle. Das mache ich erstmal genau, wie ich es früher als Kind gemacht habe. Ich grab hier erstmal überall Wege hin, um einzelne kleine Stellen freizulegen. So, jetzt machen wir hier erstmal dann die Hütte hin. Das ist eine gute Idee. Wie breit muss denn das Loch sein, wo ich die Hütte reinschmeiße? Reicht das hier schon? Die fällt hier nicht durch wahrscheinlich. Ich baue einfach nochmal eine neue da unten drin. Das geht ja auch. Fahne kann man ja einfach abnehmen. Und wenn dann hier der Schnee das alles zugemacht hat, dann ist es auch okay. So. Frozen, du bist ganz rechts außen, ne? Das ist leider so weit weg, dass ich da gar nicht hinfinde. Kämpfe mit meiner Intelligenz. Da ist denn der zweite von rechts. Vielleicht Danko. Ihr müsst ein bisschen den Frozen im Blick haben. Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, nur für den Fall, dass, wenn du da gar nicht zurechtkommst, dass da jemand mal einen Fahrstuhl für dich hinbauen kann, meinte ich jetzt eigentlich. Ja, ja. Hm. Du kannst ja dann immer noch den Fahrstuhl sprengen, wenn du unten bist. Wenn du Gold abbauen willst. So, ich habe erstmal Bomben. Sind hier. Guck mal, hier haben wir auch noch eine Bombe. Da will ich jetzt nicht. Hier habe ich schon mal das erste Öl. Da könnte ich gleich eine Pumpe bauen und das erste Öl absaugen. Das werde ich auch gleich mal machen, weil das bringt ja, glaube ich, sogar noch mehr Geld als Gold abbauen. Jetzt kommt Kernkraft 400 bei mir. Oh, habe ich nicht einen geilen Mix gebaut? Ich glaube, man das so hört. So, ich muss mal ganz kurz, kleinen Moment. Was haben wir hier drin? Ich kann damit, könnte ich meine erste Pumpe bauen. Ich mache das jetzt. Ich baue jetzt eine Pumpe. Ich streame gerade, Moment. Ich geh mal hier hin. Soll ich einfach nochmal den ganzen Schnee da unten ins Wasser schmeißen? Ach, Idiot! Jetzt wollte ich eigentlich meine Hütte nach rechts schieben und was habe ich gemacht? Weißt du was? Das ist aber auch cool. Machen wir einfach so. Da spricht ja gar nichts dagegen. Ich habe wieder gerade Schnee ins Wasser geschmissen. Guck mal, jetzt haben wir richtig viel Platz hier bei euch hier gerade. Ich hab eine Hütte mit Hanglage. Naja, immerhin hast du eine Hütte. So. Stehen bleiben da.
Und jetzt gucke ich hier mal ganz kurz eine Pumpe. Die baue ich gleich. Wobei, eigentlich muss die ja gar nicht so direkt neben dem Haus sein. Das macht gar keinen Sinn eigentlich, ne? Aber wen juckt's? Ach so. Na, mach. Jetzt haben wir erstmal eine Pumpe fertig. Stopp. Ah, jetzt macht er so einen Stromanschluss, macht er auch für alleine. Hervorragend. So. Jetzt brauche ich zwei Leitungsbau. Oh. Die letzten beiden Leitungsbausätze, die ich habe. Und jetzt muss ich, glaube ich, Doppelklick, das ist das Zuflussrohr. Das schmeiße ich erstmal weg hier irgendwo. Alter, aber ich zum ersten Mal jetzt hier gleich aufs Öl mich eingeschworen habe. Das ist ja der Hammer. Ist das damit ein Limit für Wasser oder steigt der Wasserpegel dauerhaft durch den Schnee? Ich vermute mal, das steigt das Wasser, oder? Ich vermute mal, dass wir irgendwann Wasser auch abpumpen und irgendwohin einsperren müssen. Gerne könnt ihr mich gerne unterstützen mit einem Like oder auch nicht Like, ist auch okay, aber Bewertung ist gut. Ich vermute auch, dass der Wasserpegel steigt, weil bei mir ist er höher geworden. So, Abflussrohr an Iglu an. So, jetzt kaufe ich Fässer. So, ich habe die ersten 5 leeren Fässer gekauft. Und jetzt gehe ich da unten hin und schmeiß jetzt mit meinem kleinen Leutnant Frozen Angel gemeinsam, schmeiße ich jetzt da unten das Ansaugrohr ins Öl. Hoffentlich kommt der wieder raus. Weil manchmal bleibt die dann so hängen. Ich mache mal kurz den Spielstand. Spielstand speichern. Aha. Was ist das Spiel abgestürzt bei dir jetzt? Ist was kaputt gegangen? Ach, jetzt. Ja, wenn ich speichere. Das liegt an meinem Speichern. Hopp. So. Na, ich habe fast getroffen. So, Öl wird abgefordert bei mir, das erste Mal. Ich werde gleich so reich sein. Aber wir haben kein Gemeinschaftskonto, nicht wahr? Das heißt, wir haben auch nicht gemeinsamen Forschungspunkt oder irgendwie was. Hier ist eine Bombe. Oh, haha, ich habe ja Lehm einstecken gehabt. Das hat ja Glück gehabt, dass die Bombe nicht hochgegangen ist. So, Fahrstuhl, hier schön stehen bleiben, nicht wegfahren da jetzt, ich will Gold sprengen. Ist denn ein Spielziel auch Gold abzubauen? Nee, ne? Bumm, hat's nur gemacht. Nur die Ölförderung ist Spielziel. Nur die Ölfelder, okay. Aber Gold kann man ja trotzdem gebrauchen. Okay, ich würde nicht sagen, aber das geht mir auf den Sack. Der blöde Klonk hängt da fest. Doofklonk. Ich muss hier mal einstellen. Wie war denn das gleich? Warte mal, man muss reingehen in den Fahrstuhl, festhalten, dann kann man hier Dauerbetrieb einmachen. So. Jetzt fährt er automatisch immer hoch und runter. So, und der kann jetzt weg. Der wird gleich wieder eingeklemmt, ne? Ich weiß schon. Ja, weg. So, Mario. Ich hab zwei meiner Klonks getötet. Wie hast du das gemacht? Warum? Weil ich kann. Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab, Entweder ersoffen oder erstickt. Es ist ein wenig viel Wasser in meinen Gängen. Schade, dass ich es nicht sehen kann. Ich hätte es ja gerne gesehen, ne? Nee. Ist nicht aber sehenswert. Einen hast du ja noch, sozusagen. Ja, der schwimmt, aber der kommt nicht mehr hoch. Oh. Warte, ich verkaufe mal 10 volle Ölfässer. Richtig Gold habe ich jetzt. Ich muss mal gucken, wo du bist. Lass mal das Haus los, du Idiot.
So dumm, die Klong, so dumm. Ich komme zu dir nur mit einem Boot rüber, stimmt's? Oder du schwimmst. Dann komme ich nie wieder zurück. Oder ist hier links noch was? Man sieht jetzt hier nichts, ne? Links ist auch nichts mehr zu sehen. Kann man hier? Ich hatte jetzt nämlich die Schwimmbarriere. Ich bin wirklich ganz am äußersten linken Spielrand, bin ich. Und durch die Maussteuerung kann ich eben nicht die ganze Karte sehen. Das ist ein bisschen schade. Bin da vorhin schon hier rumgelaufen. Ja, ich würde gar nicht diesen schwarzen Nebel hier ausmachen. Ein Klonk ist nur so klug wie der ihn steuert, ja. Das ist das 60-Zentimeter-Problem, ich kenne das. Das Problem ist jetzt 60 cm vor dem Bildschirm, ich kenne das. Okay. Ich habe 209 Gold. Ich will nicht flexen, ne? Aber ich habe 209 Gold. Fahr runter jetzt. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Guck mal, jetzt hier läuft die Musik. Gestern kam immer, kann ich wiedergegeben werden, kann ich wiedergegeben werden. Heute läuft die. Also das manchmal willst du auch nicht. Hier ist mein Namensvetter und irgendwo brennt's hier. Dein Namensvetter ist da. Ein Sven sozusagen. Ich glaube, ja. Sven ist von Dangor. Der hat, glaube ich, einen Sven. Sven 2 steht da, ja. Dangor, genau. Dann ist er ja bei dir in der Nähe. Der kann dir helfen. Dangor ist gut im Helfen. Mhm. Der kann das. Ich will mir gerade eine neue Stelle suchen zum Bauen. Ich habe ja sogar Stereo-MIDI-Files. Alter, wie krass ist das? Ich höre ja links und rechts verschiedene Sachen. Sag dem Bombenleger, die Wäsche ist fertig. Oh. Ist er? Nur weil er... Naja. So ist das. Ja, der kann frech sein, der sitzt positiv in seiner Höhle, weißt du? Positiv gestimmt. Ja, das auch. Ach so, so meinst du. Also mein Sohn ist auch tatsächlich positiv. Ich habe eine Lore holen, ich brauche eine Lore. Wer sprengt denn hier mal in der Nähe? Hier, ich hab ja mit in der Nähe, hier sprengt jemand bei mir rum. Hier brennt was. Ich bin es nicht. Ich krieg meine Flagge nicht runter. Fahrstuhlmusik. Vom Haus nicht? Vom Haus nicht? Was macht denn der? Genau, obwohl die eigentlich abnehmbar sein soll. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich kann mal probieren, meine abzunehmen. Ne, meine hängt auch nicht. Meine geht auch nicht ab. Oh. Gibt es eigentlich um Spielen nutzlose Spieler? So, weißt du? Kennst du das? Nö, eigentlich nicht. Also jeder hat einen Sinn. Hab ich denn jetzt nur... Ich kann noch ein paar Klongs kaufen. Aber wir haben aber nicht viel, was wir kaufen können, nicht? Nicht mal eine Lore. Vielleicht muss ich einfach hier unten über ein Haus. Was kann man noch an Häusern bauen gerade? So viel Geld und nichts zu kaufen. Ja, das ist komisch. Was kann man hier bauen? Wir könnten natürlich. Ich muss selber Metall machen. Also brauche ich einen Hochofen. Bäume haben wir nicht, ne? Bäume ist Quatsch. Bäume haben wir nicht. Forschung. Erforschen könnten wir vielleicht was. Ich guck mal, ob ich Metall. 10 Minuten mal zurück, ja? Ja, okay. Okay, ich baue hier unten eine Metallwerkstatt hin. Aber Eisenerz habe ich noch gar nicht gefunden. Habt ihr irgendwo Eisenerz gesehen? Noch hier, da. Da ist Eisenerz. Sehr gut, sehr gut. Ja, okay, dann baue ich hier. Dann mache ich das jetzt so. Guck mal, wie langsam die hier auch gleich graben, ne, die Figuren.
Kann man doch einstellen, dass der alleine gräbt? Nee, ne? Weil das kann man in der anderen Steuerung natürlich super machen. Einfach einstellen, dass der alleine gräbt, von sich aus. Ja, ist klar. Erstick doch einfach im Schnee, du Idiot. Ja, genau. Die ersticken mich einfach im Schnee, die Figuren. Das können wir so lassen. Jetzt machen wir hier. Ich baue jetzt eine Metallbude hin. Kohle brauchen wir ja auch. Kann ich Öl auch als Kohle benutzen? Öl ist Brennmaterial, okay. Weil Gold habe ich ja, aber ich stelle gerade fest, so viel Gold habe ich auch gar nicht tatsächlich, wie ich dachte. Bevor ich jetzt hier, machen wir eine gerade Kante hin. Und dann muss ich das Öl dann in Form von Fässern einfach reinbringen in die Schmelze? Oder muss ich das, kann ich das gleich reinpumpen da? Muss ich als Fass reinbringen bestimmt, ne? Rostenfass. Sehr schön. Na, zum Glück haben wir Profis am Start. Mal den Rio fragen, aber noch einen HD-Eskimo-Klonk baut. Hier schnell die. So. Das müsste eigentlich gehen. Hier kann ich die Metallbude hinbauen. Oh, Stromausfall, es gibt's ja wohl gar nicht. Was brauche ich denn für die Metallbude? Stein und Holz. Och nee. Und Holz. Jetzt habe ich erstmal erschlagen, den Typen. So, den auch noch. Hey, was holt der jetzt noch? Ach, der braucht noch mehr Steine wahrscheinlich. Die Werkstatt brauche ich noch. Was ist jetzt? Stein ist nicht verfügbar. Aha. Stein ist nicht verfügbar. Na, dann gehe ich aber echt sprengen, ne?